Normalerweise nimmt ein Mensch, wenn er in die Landschaft guckt, ich sage jetzt mal Mittelgrund und Hintergrund wahr. Wow, krass, länger als 2 Sekunden anguckt heutzutage. Ja. Es ist für mich irgendwie so eine spirituelle Sache. Ich bin dann einfach für mich, in mich. Es ist meditativ für mich. Adrenalinspiegel ständig da oben. Ja. Und mach weiter. Ich wollte dich unterbrechen. Ich war fertig. Hi und herzlich willkommen zu diesem neuen Podcast, zu dieser neuen Podcast-Folge. Heute im Fokus Stefan Hefele. Ja, vielen, vielen Dank, dass du heute mit uns dabei bist, dass du der Einladung gefolgt bist. Wir freuen uns sehr, dass du damit dabei bist. Dass wir es quasi auch so gut verbinden konnten. Wir waren jetzt 2 Wochen vorher schon auf Tour. Stimmt, ja. Danke für die Einladung, euch zwei. Sehr gerne. Ja, wir sind heute in Italien, genauer gesagt in den Dolomiten unterwegs. Wo ganz genau? Ganz genau am Peitlerkofel, den seht ihr hier wunderbar im Hintergrund. Ja, und ich bin auch ehrlich gesagt das erste Mal jetzt in den Dolomiten. Habe jetzt auch eine Woche hier verbracht, vorher schon ein bisschen fotografiert. Muss sagen, ist wunderschön. Ist super schön. Zeit wird's, dass du herkommst. Ja, definitiv. Vor allem, weil es ja, also gut, von Berlin ist es schon ein bisschen eine Strecke, aber es ist, ist eigentlich schon erreichbar. Es ist lohnt machbar sich, so, ne? Es ist halt besser von Bayern, aber von Berlin geht's auch. Ja, ja. Dieser Podcast wird unterstützt von Cozy Speed und von Nisi Filters. Erhalte jetzt bis zu 10% Rabatt mit dem Code FOCUS-RABATT. Ja, Stefan, für die Leute, die dich vielleicht noch nicht kennen, also ich sag mal so, Landschaftsfotografen sollten dich eigentlich kennen, gerade die Leute, die jetzt aus Deutschland kommen. Aber du bist ja auch jetzt zum Beispiel auf YouTube nicht so aktiv, also vielleicht gibt es ja doch den einen oder anderen, der jetzt den Namen Stefan Hefele noch nicht gehört hat. Soll es wohl geben, ja, ganz bestimmt. Für diejenigen kannst du dich ja vielleicht noch mal ganz kurz vorstellen. Also wer bist du, was machst du so? Also Stefan Hefele, das weiß ich ganz genau, das habt ihr ja schon vorgestellt. Haben wir uns gut gemerkt. Habt ihr schon gemerkt, genau. Ich fotografiere seit circa 12 Jahren, habe mit einer Werbeausbildung angefangen, aber die Werbung ging ja dann sofort irgendwie auf die Nerven und ich musste raus in die Natur. Und was liegt da näher als die Landschaftsfotografie? Und nachdem ich die Natur und die Erfahrung draußen in der Natur so liebe und ja schon als Kind immer draußen war. War das nach der Ausbildung, wo du nach Australien geflogen bist und dich dann da so ein bisschen in die Landschaft verliebt hast, oder war das schon vorher? Nee, ich war davor in Australien, ich war zwar danach auch in Australien, ich war aber davor in Australien und da ging es dann los, da habe ich mich so richtig schön in die Landschaftsfotografie verliebt, weil wenn du dann mal da vor Ort bist und einfach diese gigantischen Sonnenauf- und Untergänge erlebst, die dann noch festhältst oder versuchst festzuhalten, war ja damals nicht so einfach. Mhm. Weil du mit einer kleinen Knipse unterwegs warst. Weil ich nichts konnte, ganz einfach. Blutiger ja, Anfänger. So ging das los, ja, vor 15 Jahren. Das ist ja auch sowas, ich glaube, das Gefühl kennen eigentlich auch nur Leute, die halt wirklich fotografieren gehen. So eine Landschaft mal zu so einem magischen Moment zu sehen, zu so einem Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang. Die meisten Leute, die halt nicht fotografieren, deswegen sagen die auch immer so, wow, wie schaffst du das, so ein Bild so aufzunehmen? Es ist ja eigentlich meistens, also ich will jetzt nicht den Beruf des Landschaftsfotografen schlecht reden, aber es hängt ja einfach sehr viel vom Licht ab einfach, ja, ne? Und zum richtigen Zeitpunkt da sein. Es ist die Jagd nach dem Licht, ganz genau. Das ist eigentlich die Aufgabe, Licht zu suchen und Licht festzuhalten. Und das ist natürlich auch die Schwierigkeit in der ganzen Sache. Aber das ist ja schon auch ein bisschen was wahrscheinlich für dich auch ein bisschen mit im Vordergrund steht. Ich meine, wir kennen uns jetzt schon lang und ich weiß so ein bisschen, wie du tickst, dass dieses Naturerlebnis schon auch irgendwie verdammt wichtig für dich ist, ne? Absolut. Also das sind eigentlich 2 Punkte, die wichtig sind. Eine geile, am besten märchenhafte, mystische Stimmung einzufangen, aber dann halt auch alles zu genießen, was man so erlebt. Mhm. Weil nur dann ist es irgendwie vollkommen, fühlt sich gut an. Auch so mit dem Gesamterlebnis quasi wirklich immer draußen in der Natur zu sein. Also richtig. Wenn wir reisen, dann sind wir eigentlich nie im Hotel. Wir schlafen eigentlich im Auto, wir schlafen im Zelt. Ja, so schaut's aus. Wir sind eigentlich immer vor Ort am Spot und versuchen dann halt so viel wie möglich auch draußen zu sein. Und das hilft dann schon unglaublich, auch ungemein die richtigen Stimmungen einzufangen, ja, ganz klar. Weil du halt immer da bist, ne? Ja, bist immer vor Ort. Hast du eine Familie? Ich habe eine Frau, ich habe 2 Kinder, ja, ganz genau.
Wie funktioniert das, dass du viel unterwegs, nimmst du die öfter mal mit auf Reisen oder? Ja, auf jeden Fall. Meine Frau trinkt schon, dass ich sie mitnehme. Ja, sehr gut. Aber so muss es ja sein. Ich meine, es wäre schlimm, wenn es andersrum wäre, wenn die Frau mal sagt, nee, du musst zu Hause bleiben. Wir haben da einen Deal, und zwar ist es so, Touren, die zu Stränden gehen, wo es warm ist, muss meine Frau mit. Und alles andere darf ich mit Felix machen. Ah, okay. Ja, sehr schön. Genau, das ist der geheime Deal. Der ist geheim, also wird nicht ausgeplaudert. Nee, cool. Also das ist ja schon wichtig, dass man auch den Support quasi hat von zu Hause, wenn man viel unterwegs ist. Ich hab mal auf deiner Webseite geguckt, du bist ja unglaublich viel unterwegs. Dazu werden wir später auch nochmal kommen, aber das ist ja wirklich der Wahnsinn. Wie viel pro Jahr bist du verreist? Also in Prozent jetzt so ungefähr, kannst du das sagen? Ich würde schätzen, ein Drittel zu zwei Drittel. Also ein Drittel unterwegs, zwei Drittel zu Hause, weil ich möchte doch relativ viel zu Hause sein, einfach weil ich nicht so gern zu lange von der Familie weg sein möchte. Mit das zwei ist verständlich, Kindern und ja, klar. So, wenn du dann zu Hause bist, hast du dann wahrscheinlich trotzdem genug zu tun, arbeitstechnisch, also Bilder bearbeiten, logisch. Ganz klar, Bilder bearbeiten. Und, für Kontakt mit Kunden pflegen. Ne? Extrem wichtig. Und man kann natürlich auch von zu Hause aus ein bisschen fotografieren. Man muss ja nicht unbedingt in die Weltgeschichte reisen, sondern man kann einfach mal vor die Haustür steppen und hier. Das ist ja auch was, wo du eine eigene Sektion quasi auf deiner Webseite hast. Meine Heimat nennt sich das Ganze. Ganz, ne? Genau. Gut. Also du bist gut recherchiert. Nee, aber du, also das ist ja schon so, dass du gerade, glaube ich, auch am Anfang sehr viel zu Hause fotografiert hast. Ne? Und genau. Nach Australien oder beziehungsweise ja nach der Ausbildung nach Australien dann, da war ich nochmal Australien, habe ich dann versucht, so ein Heimatportfolio aufzubauen. Einfach nur, weil ich war lange weg in Australien, jetzt wollte ich lange was zu Hause machen. Und da lag es total nahe, ich hatte kein Auto, ich wollte auch kein Auto haben, bin dann immer mit dem Fahrrad losgezogen, habe die Heimat fotografiert, direkt vor der Tür. Aber es ist ja schon auch ein bisschen so, dass diese Heimatgeschichte, hatte ich damals das Gefühl, so ein bisschen auch ein Türöffner für dich war. Also zum Beispiel dieses eine Bild von dem See war ja dann in diesem Letzte Paradiese-Kalender drin und es gab ja auch einen riesen Medienrummel bei dir in der Zeitung, das Fernsehen war da. Ja, Da waren dann erstaunlicherweise auch einige Magazine waren dann total darauf aufmerksam geworden, weil sie es cool fanden, dass doch mal jemand die Heimat fotografiert. Mhm. Ich weiß nicht, ob das haben bestimmt ein paar mehr auch gemacht, aber so war es dann halt bei mir. Ja, die fanden es toll, dass jemand nicht immer nur in der Weltgeschichte umherreist, sondern halt auch mal. Ich wollte gerade sagen, das ist ja so dieses Typische, dass man denkt, ich muss jetzt nach Island fahren, ich muss jetzt nach Australien oder in die Dolomiten fahren, um tolle Bilder zu machen. Mhm. Das ist ja gerade so die Kunst eigentlich vom Fotografieren, dass man halt auch aus vermeintlich unspektakulären Szenerien dann auch was Spektakuläres zaubern kann. Ne? Und das ist der Punkt, ja. Das ist, da finde ich gerade bei dir eigentlich, muss ich auch sagen, als ich mit der Fotografie angefangen habe, habe ich relativ schnell dich entdeckt. Mhm. Witzigerweise, da gibt es so eine kleine Anekdote, Ende 2011, Anfang 2012 habe ich mit dem Fotografieren angefangen und habe dann meiner damaligen Freundin eine Reise nach Rom geschenkt zum Geburtstag. War nicht ganz uneigennützig, muss ich zugeben, weil ich unbedingt nach Rom wollte, weil ich mich bei dir auf der Webseite damals die Bilder von Rom gesehen habe. Ich glaube, das ist auch schon ewig her, dass du dort warst. Wann warst du da? 2012. Ja, da war ich wahrscheinlich auch 2012. Ja, aber oder sogar kurz 11, vor mir. 11 oder 12. Ja, genau, müsste sein. Ja. Weil ich hab's auf jeden Fall auf deiner Webseite gesehen und dachte mir so, mein Gott, ich muss nach Rom. Ich muss Rom fotografieren. Es gab nämlich genau dieses eine Bild vom Forum Romano, cool, wo du dieses Panorama gemacht hast. Und ich habe damals, goldene Stunde, ich habe damals genau angefangen mit der Fotografie und dachte mir so, ich will genau dieses Bild irgendwie auch machen. Und da habe ich mir so diese Challenge gesetzt, du fährst jetzt nach Rom und probierst das so nachzufotografieren irgendwie. Man soll ja nicht immer kopieren, aber damals als Anfänger war es halt so, da habe ich mir erstmal so, da wollte ich das auch so können. Und natürlich hast du nicht am Ende. Hast du die Stimmung erwischt? Ja, so einigermaßen. Okay. Nicht ganz so, wie es bei dir aussieht. Also ich wurde damals von den Polizisten verjagt, bin dann am nächsten Morgen nochmal gekommen und habe dann heimlich schnell abgedrückt. Ich war auch morgens da. Tatsächlich. Ich war auch morgens da. Ja, ich war erst abends da und dann nochmal morgens. Und bei mir war aber keiner da, der mich verjagt hat. Okay. Ist es da verboten offiziell? Oder warum? Ich weiß es nicht. Es stand oben auf diesem Aussichtspunkt. Es ist eigentlich direkt an der Straße. Eigentlich stand da nichts. Ich glaube, es ist verboten, im Stativ zu fotografieren. Das ist natürlich so, dass man länger belichtet und eigentlich ein Stativ braucht. Ja. Ist ja meistens so. Ja. Und deswegen war halt der Polizist ein bisschen angepisst. Aber naja, hat dann doch funktioniert. Ja, man muss eigentlich im Endeffekt überall nur ein bisschen freundlich sein. Also in den meisten Ländern funktioniert das so, wenn da irgendjemand ankommt. Ich hatte das jetzt auch in Dubai immer wieder. Da sind die jetzt im Moment richtig streng geworden. Okay. Und aber die sprechen dich an und dann sagst du so, wie kann ich es denn hinbekommen, dass ich hier fotografieren darf? Und dann sind die meistens auch sehr freundlich und das geht dann schon. Ja, man muss einfach nett sein und dann geht das schon. Es öffnet dann oft die Türen, wenn du einfach nett bist, lächelst und
definitiv. Freundlich sein. Nett und freundlich sein. Freundlich sein. Aber was mich halt damals schon bei dir so fasziniert hat, es ist eigentlich eine Schande, dass wir uns jetzt erst überhaupt treffen, nach so vielen Jahren, nach 8 Jahren. Immerhin, ja. Ja, aber immerhin. Aber was mich damals schon an deinen Bildern halt fasziniert hat, ist diese Bildsprache. Du hast ein besonderes Auge für den Vordergrund. Das stimmt, ja. Ja. Wenn man sich deine Bilder so anguckt, da ist der Vordergrund immer sehr wichtig und auch sehr dominant im Bild. Und das macht die Bilder, wie ich finde, sehr attraktiv. Ich hatte einen australischen Landschaftsfotografen, das war mein erstes, ich sag mal, Vorbild. Das war der Ken Duncan. Den habe ich irgendwie, der hat es auch schon immer so gemacht. Das ist ein alter Mann mittlerweile, der analog fotografiert, mittlerweile auch digital, aber egal. Der hat es schon in den 2000ern so gemacht, wie ich das eigentlich total cool fand. Und von dem habe ich mir das damals ein bisschen abgeschaut. Habe es dem ein bisschen nachgemacht, so wie du das gerade erzählt hast, mit deinem Rumfoto, ja, mit meinem Rumfoto. Und das war so meine erste Inspiration, eigentlich was Vordergrund auch fotografiert, also Vordergrund mit einbeziehen, genau. So angeht, ne? Ja. Angeht, ja. Und dann später kamen ja wahrscheinlich so Leute wie Mark Adams. Ja, ich meine, dann kamen die Amerikaner, ja, die Amis, genau, sind natürlich, ja, die machen sowas ja auch schon immer, ja, irgendwie, aber mich hat es einfach schon... Ja, aber ich finde das immer interessant. Also es geht ja bei den meisten immer so los, dass man was kopiert und dann mittlerweile, finde ich, sieht man einfach, okay, das ist ein Hefele. Also das ist quasi von dem ersten so, man kopiert was und dann entwickelt sich daraus, genau, halt, ja, so, ja, dieser, ja, eigene, ja, Stil. Ja. Richtig, genau. Ja. Das ist ja, war ja auch ganz spannend. Man muss ja mit dazu sagen, wir haben uns ja nicht erst heute getroffen, sondern wir haben uns schon gestern getroffen. Wir waren gestern schon an den Drei Zinnen. Und wir wollten eigentlich gestern den ganzen Podcast da in der Nähe von den Drei Zinnen drehen. Haben dann aber so eine geile Stimmung da gehabt, dass wir eigentlich die ganze Zeit nur fotografiert haben. Ja, wir gucken mal nach hinten, jetzt sind die Wolken da gerade wieder weg. Aber wir hatten gestern so eine tolle Stimmung, da kamen dann auch Gewitterwolken mit dazu, nicht direkt über uns zum Glück, am Anfang zumindest. Und wir konnten das sehr, sehr gut fotografieren und haben dann total vergessen, dass wir eigentlich den Podcast noch drehen wollten. Aber natürlich haben wir auch beim Fotografieren ein bisschen gedreht. Und wenn wir jetzt gerade schon mit dieser ganzen Thematik Bildsprache sind, würde ich sagen, schauen wir da mal kurz rein, weil da haben wir ja auch kurz gequatscht. Genau.
So, jetzt zieht hier gerade richtig schöner Nebel an den Bergen nochmal auf und wir haben hier auch einen schönen Vordergrund gefunden. Wie heißen diese Blumen hier im Vordergrund? Alpenküchenschellen. Alpenküchenschellen. Also wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche, nee, vielleicht kann das, die Zuschauer wissen es vielleicht besser. Eine Abart der Alpenküchenschelle. Also das ist jetzt hier wirklich, man muss jetzt hier wirklich komplett weitwinklig fotografieren. Ich muss mal gucken, ob die Naheinstellgrenze überhaupt passt. Felix hier mit seinem 11 mm, das ist absolut abartig. Das sieht wirklich richtig nice aus. Wir sind hier beide bei 14 mm, ne? Du hast auch das 14-24 Tor. Ja. Ja, du auch, ja, stimmt. Ja. Auf die 58. Ja, genau. Okay. Oh, gleiches Setup hier. Sehr gut. Mhm. Ich brauche aber noch einen Filter. So. Man muss jetzt hier alles umgedreht machen, das ist ein bisschen... So, Stefan, ich frage dich trotzdem einfach weiter beim Fotografieren. Ja, klar. Was ist, also dein Konzept ist ja, ich meine gut, es ist ja so ein typisches Landschaftsfotografie-Konzept quasi. Vordergrund macht das Bild gesund. So schaut's aus. Man probiert ja schon immer, so viel Dreidimensionalität wie möglich ins Bild zu bringen. Bist du manchmal... Also ich habe das Problem, dass ich manchmal einfach keinen guten Vordergrund finde. Wie sieht es bei dir aus? Findest du immer was oder kommst du auch manchmal an deine Grenzen? Ich muss eigentlich sagen, ich finde eigentlich fast immer was. Irgendwie bin ich da... Gut, ich bin also der Idiot. Ja, genau. Habe ich da irgendwie so ein keine Ahnung, ein Glücks... Also bei Stefan habe ich aber auch das Gefühl, dass du immer zielstrebigst auf den perfekten Vordergrund zuläufst. Ja, und ich kann da dann was dafür. Das ist halt Also nicht immer, aber wir hatten die Situation jetzt in den französischen Alpen. Ich habe einfach ewig gesucht und Stefan ist zielstrebigst auf die perfekte Komposition zugelaufen. Und dann fragt man sich schon, was naja, das ist einfach dann auch ein geschultes Auge wahrscheinlich. Ne? Ja. Also kann man so ein Auge für sowas schulen? Kann man das lernen, dass man quasi gute Kompositionen im Vorfeld sieht und dann direkt da mit der Kamera dann hingeht? Ich würde sagen, das sind einfach nur jahrelange aufs Vordergrund schauen, vermutlich. Ja, Erfahrung halt. Ich hatte zum Beispiel am Anfang immer Probleme damit, dass ich die Größenverhältnisse dann, wie sie in der Kamera sind, nicht wirklich einschätzen konnte. Dass man zum Beispiel jetzt so einen riesigen Berg und hier arbeiten wir mit kleinsten Blumen, wie dann der Abstand dazwischen sein muss, dass die Balance stimmt zwischen Vordergrund und Hintergrund, dass das eine nicht zu groß und das andere zu klein wirkt und so weiter. Ich glaube, das ist sowas, das kann man irgendwann einschätzen, so, ne? Ja, aber mir geht es zum Beispiel so, dass ich schon trotzdem immer noch durch die Kamera gucken muss, um ja, wirklich das perfekte definitiv. Gefühl dafür zu kriegen. Das ist definitiv. Aber ich glaube, bei 11 Millimetern kriegt man sowieso kein Gefühl dafür. Ja, genau, es macht ja gar nichts aus. Es ist doch was Künstlerisches. Dann darf ja der Hintergrund mal ein bisschen kleiner sein und die Blumen im Vordergrund monumental. Klar, das haben wir jetzt hier zum Beispiel auch. Wir können das Bild gerne mal einblenden. Also der Berg wirkt jetzt im Vergleich zu der Blume winzig eigentlich. Richtig, ne? Ja. Und wenn man sich das jetzt hier normal anguckt, dann ist das ja natürlich komplett anders. Aber es hat halt trotzdem eine schöne Wirkung. Genau, ja. So Leute, wir sehen gerade im Hintergrund kommen dann doch jetzt ein paar Gewitterwolken auf uns zu. Ich würde sagen, wir haben eigentlich soweit den Shot jetzt auch im Kasten. Also das ist jetzt hier nochmal was richtig Geiles geworden, finde ich. Und lasst uns den Rückweg antreten, ja, damit wir nicht ins Gewitter reinkommen, weil Gewitter auf dem Berg ist, glaube ich, nicht ganz so cool. Vor allem kommt dieser Nebel hier auch, der bedeckt schon da unten. Stimmt, ja, da sollten wir aufpassen. Ja. Also lasst uns einpacken und dann würde ich sagen, machen wir unten weiter.
Also ihr habt ja gerade schon gesehen, dass wir ziemlich nah am Boden fotografiert haben, ziemlich nah an unseren Vordergründen dran. Wir hatten es ja auch gerade schon, bevor wir eingeblendet haben, was wir gestern getrieben haben. Ich würde gerne mal noch von dir wissen, wie das technisch bei dir läuft mit diesen Vordergründen und was du eigentlich damit bezweckst, dass quasi die Vordergründe so eine große Rolle in deinen Bildern spielen. Normalerweise nimmt ein Mensch, wenn er in die Landschaft guckt, ich sage jetzt mal Mittelgrund und Hintergrund wahr. Also wir schauen uns den Berg da hinten an und was sehen wir? Wir sehen den Berg, wir sehen vielleicht noch die Bäume, aber es gibt ja auch noch Vordergründe, es gibt auch Blumen. Ich fotografiere gerne Blumen. Alter Kitschbolzen. Ja, der Kitschi-Kitschi-Faktor muss stimmen. Genau. Nee, aber es ist einfach total cool, wenn man sozusagen von Vordergrund ins Bild rein stolpert, in die Tiefe rein. Also man erzwingt dadurch Tiefe einfach durch den Vordergrund. Und man hat einfach auch noch, die Landschaft besteht ja nicht nur aus Berg im Hintergrund oder aus was weiß ich, was im Hintergrund ist, sondern die Landschaft besteht ja auch aus den Details im Vordergrund. Und ich finde es total wichtig und schön auch, wenn ein Bild dann diese Vordergrund-, Mittelgrund-, Hintergrundkomponente hat. Es leitet ja auch ins Bild. Es leitet dich ins Bild rein, genau. Es ist irgendwie flüssig. Und es ist halt auch eine komplett andere Perspektive, als man normalerweise kennt. Ne? Wenn man halt immer so im Stehen so fotografiert, dann guckt da halt kein Mensch dieses Bild wirklich an, weil es halt was völlig Normales irgendwie ist. Genau. Und so eine Perspektive, da bleibt halt so ein Mensch schon gerne mal stehen. Und für mich ist es zum Beispiel so, ich habe einen Erfolg erzielt, wenn sich eine Person ein Bild länger als 2 Sekunden anguckt heutzutage. Ja. Das ist ja schon, weil gerade durch dieses Instagram und so weiter, du scrollst einfach nur noch durch, machst mal einen Double-Tap drauf, so, aber guckst dir das Bild gar nicht richtig an. Und wenn da einer wirklich mal stehen bleibt und so denkt, wow, krass, und dann ist schon der Erfolg für mich eigentlich da, weil dann habe ich was geschafft. Ja, schon, ja. So, vom technischen Aspekt wäre vielleicht noch interessant, wie du das löst. Also ich meine, man könnte natürlich auch die Blende einfach auf 22 zumachen, aber wissen wir alle, gibt eine Beugungsunschärfe, ist technisch nicht so ganz korrekt. In groß nicht mehr so gut aus. Auf Instagram mag das funktionieren, aber wenn du natürlich groß druckst oder so, ne? Viel deine Bilder drucken lässt oder druckst, dann gehst du mit der Blende wieder runter und machst Fokusbelichtungen. Also stellst den Fokus auf den Hintergrund, dann drehst du am Fokusring, stellst den Fokus weiter, also machst eine Belichtung, drehst wieder weiter nach vorne den Fokus, dann hast du irgendwann 5, 4, 3, 4, 5 oder 6 Fokusbelichtungen, die dann mühsam im Photoshop zusammengebaut werden müssen, aber danach hast du natürlich ein knackscharfes Bild mit einer einwandfreien Detailauflösung. Jo. Ganz kurz an der Stelle, Fokus-Stacking-Tutorial zu Photoshop gibt's auf diesem Kanal, wird hier oben irgendwo verlinkt, so, ja. Mach weiter. Ich wollte nicht unterbrechen. Der Werbeblock ist zu Ende. Ich war fertig. Ich möchte nicht weiter. Nein, ich habe fertig. Ja. Aber dann bist du auch so, also bei mir ist es zum Beispiel so, ich fotografiere eigentlich alles immer so auf Blende 8, was so landschaftmäßig angeht, weil da bin ich tatsächlich. Blende 8, Sonne? Blende 8 ist gut. Ja, nee, bei mir ist immer so der Sweet Spot irgendwie bei Blende 8 mit der Schärfe im Objektiv. Ja. Nee, bei mir ist so Blende 10 oder 11, weil dann habe ich, vielleicht spare ich mir dann eine Fokusbelichtung. Und ist es immer noch super. Ja, also zwischen 8 und 11 ist eigentlich alles von der Qualität. Völlig in Ordnung, genau. Du hast ja vorhin schon erzählt, um mal aufs nächste Thema zu kommen, ihr wart schon eine ganze Weile jetzt unterwegs. Also ihr seid jetzt nicht direkt von zu Hause gekommen, sondern ihr seid auch schon, schon ein paar Tage unterwegs. Ungefähr 3000 Kilometer schon drauf, oder? So. Sehr gut. Ungefähr, vermutlich sowas. Erzähl vielleicht doch mal ganz kurz, was ihr da gemacht habt eigentlich. Fang du an. Okay, wir waren tatsächlich Lost Places fotografieren. Verlassene Schlösser hauptsächlich in Frankreich mit mehr oder weniger Erfolg. War der Plan, gell, sozusagen? War der Plan, genau. Ist nicht so einfach, weil die verlassenen Schlösser oftmals einfach nicht zugänglich sind und manchmal auch gar nicht unbedingt verlassen sind. Manchmal, wie wir öfter mal feststellen mussten, sind die auch nicht immer verlassen. Also selbst in dem größten Ranzschloss lebt tatsächlich noch. Also lebt tatsächlich noch jemand. Ja, krass. Da steht man dann im Garten und stellt fest, oh, Nervenkitzel. Da steht ein Auto. Oh, geil, dann musste ich dann leise wieder rausschleichen. Genau. Ja, verstehe. Und Lost Places ist ja so der Oberbegriff dafür, die ihr da fotografiert habt. Das machst du ja jetzt auch schon ein bisschen länger, ne? Machst du das eigentlich auch regelmäßig? Ja, macht ihr beide, okay. Genau. Also wir haben eigentlich beide damit angefangen, mehr oder weniger, weil du für deinen Bildband vor 3 Jahren... Genau, ich habe für den Bildband fotografiert und wollte das nicht alleine machen, habe ich dich gefragt. Und du hast gesagt, ja cool, fand ich immer schon toll, das Thema. Ja. Und dann bist du mit. Und ich fand das natürlich super. Weil dann alleine in diese Gebäude anzusteigen ist... Ich wollte gerade sagen, das ist eigentlich nichts. Das ist zu... Nee, also ich mache das nicht. Weder vom Feeling noch vom Sicherheitsaspekt ist es toll, das alleine zu machen. Da sprechen viele Dinge dagegen, Und jetzt wart ihr aber, also ihr habt vor 3 Jahren damit angefangen, jetzt wart ihr ganz aktuell quasi letzten 2, 2,5 Wochen unterwegs. Zwei Wochen. 2 Wochen unterwegs in Frankreich und dann auch jetzt in Italien. Genau. Sind wir über die Seealpen sozusagen, sind wir auf die Po-Ebene
Haben da noch ein paar Palazzis Villen, genau, ja. Haben zwischendrin natürlich auch ein bisschen Landschaft fotografiert. Ich meine, so Lost Places lassen sich halt gut tagsüber machen, ne? Ja, das heißt, ja, da, wo du eh keine Landschaft fotografieren kannst, hast du dann quasi Zeit für sowas. Und es ist auch schön, diesen Kontrast zwischen diesen, sage ich mal, etwas kitschigeren Landschaften mit Blümchen im Vordergrund und den doch mehr so creepy, gruseligen, düsteren Orten ja, die Lost Places fotografiert. Aber teilweise kombiniert ihr das Ganze auch ganz gut, ne? Ich habe jetzt nur so gestern Abend dann tatsächlich noch mal ein bisschen recherchiert. ihr kombiniert das ja teilweise auch, dass ihr so ein Lost Place dann noch mal von außen fotografiert, der vielleicht in einer schönen Landschaft drin steht. Ja. Ne? Ja. Und dann hat man beides so. War ja auch so ein bisschen das Konzept deines ersten Buches quasi, ne? Absolut, ja. Und auch eventuell das Konzept eines neuen Projektes. Das aber noch nicht spruchreif ist. Was noch nicht spruchreif ist, genau. Also darüber können wir noch nicht sprechen. Aber wenn ihr die beiden verfolgt, dann werdet ihr das natürlich in den nächsten Wochen, Monaten mitbekommen, was da dann so kommt. Und da sind wir schon sehr gespannt drauf. Ich auch. Aber tatsächlich würde mich tatsächlich noch interessieren, oder wahrscheinlich interessiert es die Zuschauer auch, wie du oder was für dich der große Unterschied ist oder was für dich jeweils der Reiz ist an Landschaft, wenn im Gegensatz zu Lost Places. Also was würdest du sagen, interessiert dich an den Lost Places, was dich auch irgendwie in der Landschaft reizt? Wir haben ja letztens darüber geredet, und zwar, es ist so, wenn ich in der Landschaftsfotografie, ist es für mich, ich kann in mich zurückgehen, es ist für mich irgendwie so eine spirituelle Sache. Ich bin dann einfach für mich, in mich, mir fällt der Begriff ein. Nach innen gekehrt. Nein. Meditativ. Meditativ, danke, jawohl. Es ist meditativ für mich. Und Lost Places Fotografie ist einfach komplett nicht meditativ für mich, sondern da habe ich so ein bisschen so einen Adrenalinspiegel ständig da oben und ist auch was, hat auch was. Also, aber ich brauche dann die Abwechslung. Ich kann nicht nur das annehmen. Aber es ist ja tatsächlich nicht nur dieses, oh Gott, wir brauchen jetzt den Nervenkitzel, sondern es ist ja auch, das ist der Nebeneffekt. Eine Stimmung, ne? Es ist der Nebeneffekt, aber diese Stimmungen, dieses Düstere, so ein bisschen die magisch, machen halt, ne? Die machen halt diesen Nervenkitzel so ein bisschen. Genau. Ja, das ist auch, also die Bilder sehen ja dann auch wirklich, obwohl man sieht, dass das Ding halt schon seit Jahren unbewohnt ist, sieht das ja trotzdem immer noch schön aus irgendwo. Ne? Und das auch ist der ja genau Verfall das, macht es schön. Der Verfall macht es schön, aber da ist ja, sind wir ja wieder genau an dem Punkt auch, wo sich auch viele Lost Placer wahrscheinlich drüber aufregen, oder ich weiß, dass sie sich drüber aufregen, weil es halt auch viele Idioten gibt, die so ein Lost Place dann halt auch komplett verwüsten, nicht so hinterlassen, wie er vorgefunden wurde. Jo. Und da gibt's ja auch so einen speziellen Kodex. Ne? Also da muss man schon darauf achten. Es gibt den Kodex und der besagt eigentlich, dass man seine Location nicht verrät, wo die jetzt ist. Das ist extrem wichtig, weil sonst hast du noch mehr. Und der klassische Spruch ist natürlich, verwirrte Menschen, die da drin Randale machen. Nimm nichts mit außer Fotos, hinterlasse nichts als Fußspuren. Also das sollte man so praktizieren, ist aber mittlerweile scheinbar Usus, dass es nicht mehr gemacht wird, weil viele Plätze einfach dermaßen leiden. Ja. Dadurch, dass sie irgendwie populär werden in der Szene und es werden Locations getauscht und dadurch kommen natürlich immer schwarze Schafe. Ich meine, viele Locations liegen dann auch in größeren Städten und klar, in größeren Städten wohnen viele Menschen und wenn das rauskommt, dass das Objekt irgendwie interessant ist, gehen halt auch viele Menschen rein. Klar. Also da sollte man immer darauf achten, wenn man mit Lost Places anfängt zu fotografieren, haltet euch an den Kodex. Ich denke mal, den kann man auch gut googeln. Vielleicht, ich weiß gar nicht, gibt es da bestimmt auch eine Internetseite, die mal so einen kompletten Kodex mal aufgelistet hat. Lostplaceskodex.de. Auf Iceland Fototours habe ich übrigens einen Ultimate Guide dazu geschrieben. Könnt ihr euch mal durchlesen, wo wir schon bei Werbung sind. Sehr gut. Den verlinken wir auch unten in der Videobeschreibung. Oder unten hier. Unten in der Videobeschreibung. Ich glaube, ich kann keine externen Links da oben reinblenden. Das ist auch egal. Aber wenn wir schon dabei sind, ihr seid jetzt 2 Wochen unterwegs. Wie muss man sich das vorstellen? Wart ihr in Hotels? Wie verreist du oder wie verreist ihr, wenn ihr unterwegs seid, um es möglichst kostensparend zu machen? Weil das ist ja auch immer so ein Thema, man kann ja nicht als Fotograf in einem 5-Sterne-Hotel übernachten. Das würde ja nicht funktionieren, so rein. Nee, das macht doch keinen Spaß. Ja, würde auch keinen Spaß machen. Nee, also ich habe einen Bus, einen ausgebauten Bus und darin lässt sich natürlich auch relativ komfortabel reisen. Wobei ich dazu sagen muss, den Bus habe ich erst seit 3 Jahren, oder? 2,5 Jahren. Oder 2,5, ja. Das heißt, vor den 2,5 Jahren, was ein langer Zeitraum war, sind wir mit meinem Auto gefahren. Ich, ne? oder wir halt, genau, nur im Auto verreist und dann im Kofferraum lebend. Wie macht man das praktisch so? Also ich stelle mir jetzt nur mal so die ersten Fragen. Wie kühlt man Essen? Wie geht man duschen? Wie kühlt man Essen? Das ist eine gute Frage. Die kannst du mir beantworten vielleicht. Also ich meine, jetzt im Bus habt ihr natürlich einen Kühlschrank, aber wenn man halt wirklich in so einem normalen Auto verreist. Ja, wir waren letztes Jahr mit einem normalen Auto
In den mit USA? Mit dem Jeep in den USA im Death Valley und da ist warm. Und wie kühlt man da Essen? Das ist ein, nachdem ich Vegetarier bin und kein Fleisch esse, ist es praktisch, weil du musst Milch vielleicht kühlen, aber die Mutter kaufst du kleinere Milchpackungen. Gut, in den USA gibt es keine kleinen Milchpackungen. Da musst du ja halt wegschmeißen, wenn sie, oder Haarmilch kaufen. Ja. Genau. Ja. Aber ansonsten, genau, da musst du einfach durch. Und in den USA haben wir tatsächlich mit Duschen und so, wir haben uns eigentlich bis auf einmal nur in Flüssen gewaschen, glaube ich. Ne? Ja. In Flüssen. Ja. Oder im Sandwälzen. Nee. Oder im Sandwälzen. Nee, also ich glaube, es war, einmal waren wir tatsächlich in der richtigen Dusche und ansonsten auf einem Campingplatz. Ne? Ja, ich wollte gerade fragen, Campingplatz oder so Tankstellen haben ja manchmal auch die Möglichkeit. Das hat man auch schon mal. Das hat man auch schon mal. Aber klar, Flüsse sind super. Gibt es in der Wüste selten, aber wenn Rocky Mountains, Flüsse sind super. Und wie habt ihr das jetzt in den letzten 2 Wochen gemacht? Also wenn man durch Frankreich, Italien fährt, kann man da auf dem Campingplatz alle 3 Tage waren wir auf dem Campingplatz ungefähr. Genau. Und es war doch sehr warm jetzt in letzter Zeit. Ja. Da war das dann schon notwendig. Und irgendwann kann man sich dann selber nicht mehr riechen. Dann, dann ist es egal dann so, ne? Ja, da wird es Zeit für die Dusche. Ja, aber wie gesagt, du bist ja in unglaublich vielen Ländern unterwegs. Kannst du den Bus, fährst du mit dem Bus auch sehr weite Strecken oder sagst du dann irgendwann lohnt sich's nicht mehr? Also naja, Flugreisen, da kannst du den Bus natürlich nicht mitnehmen, ganz klar. Was weiteste, was ich weg war, war jetzt Norwegen. Mit Familie, ne? Mit Familie, genau, letztes Jahr. Ja, aber sonst, was halt hier in der Umgebung liegt, meistens sind es die Alpen letztendlich. Oder dann jetzt Frankreich, Korsika, Norwegen. Wolltet ihr machen, ne? Sardinien war ich mit dem Bus. Mhm. Ja, das geht dann schon. Ja, sehr schön. Mal noch eine Frage. Ihr seid ja zu viert quasi in dem Bus. Mhm. Das funktioniert immer schon ganz gut. Ich meine, du gehst ja trotzdem morgens irgendwie fotografieren. Das heißt, deine Familie kriegt zwangsläufig mit, wenn du um 4 Uhr aufstehst. Ich muss mucksmäuschen still sein in der Früh, weil wenn die Kinder aufwachen, dann sind sie eigentlich erstmal wach und dann hat die Mama keinen Spaß mehr. Ja. Aber ich höre richtig raus, die Kinder sind noch klein. Ja, meine Kinder sind 4 und 6. Ja, okay. Beziehungsweise 5 und 7 fast, ja. Aber noch klein genug, richtig. Aber es funktioniert irgendwie immer trotzdem ganz gut. Und die Kinder, je älter die werden, desto mehr verstehen sie, was ich da treibe. Und lassen mich das dann auch machen. Haben sie schon mal selber Interesse gezeigt irgendwie an sowas? Oder? Ja und nein. Es ist so, es besteht immer kurz Interesse, dann gehen sie mit. Aber dann wird es wieder ganz schnell langweilig. Und ich denke, das ist normal in dem Alter. Absolut normal. Was will ein Kind? Ja. Es ist schön, dem Kind zu zeigen, wie schön die Landschaft in der Natur ist. Aber irgendwann ist es dann noch langweilig. Klar. 2 Stunden auf den Sonnenuntergang zu warten oder so. Also selbst erwachsenen Menschen wird es irgendwann langweilig, nicht fotografieren. Ich war jetzt auch, wo ihr jetzt in Frankreich wart, war ich in Island. Ich war tatsächlich mit meinen Eltern dort. Meine Eltern wollten unbedingt mal nach Island. Ich habe gesagt, ich komme mit, ich zeige euch Island so ein bisschen. Cool. Und meine Mutter fotografiert selber auch, mein Vater aber nicht. Und wir hatten es dann meistens so, mein Vater ist dann abends im Hotel geblieben, hat dann da schon ein bisschen geschlafen. Wir sind dann nochmal los. Wir hatten Mitternachtssonne, das heißt, wir sind sowieso erst sehr spät immer los. Mhm. Also das war dann nicht so das Problem. Aber 1-2 Mal war mein Vater dann doch mit dabei, hat auch nichts gesagt oder so, aber man hat schon gemerkt, wenn wir dann so 2 Stunden an einem Spot stehen. Er hat sich dann irgendwo in eine Wiese gelegt oder so und hat dann langweilig da gepennt. Aber das ist natürlich schon so eine Sache, wenn man mit Leuten unterwegs ist, die halt selber nicht fotografieren, dann kriegt man immer so ein Unwohlsein irgendwie auch. Ne? Oh scheiße, ich muss jetzt noch eine halbe Stunde hier stehen. Es ist sehr wichtig, dass die Leute, die mit einem fotografieren, sei es die Familie oder Kumpels und Freunde, dass die verstehen, was man da tut, weil sonst machen die das nicht oft mit. Ja. Ja, das ist eben so das Ding, weil die Leute, die halt nicht fotografieren, die verstehen es meistens nicht, dass man halt noch eine Viertelstunde warten muss, bis das Licht halt noch mal ein kleines bisschen besser ist. Ja. Aber ich bin eigentlich nur mit Leuten unterwegs, die das verstehen, zum Glück. Keine Ahnung. Ja. Deine Frau ist auch Fotografin. Meine insofern, Frau ist nämlich Fotografin, die, zwar nicht Landschaft, aber sie weiß halt ungefähr, was ich da treibe und versteht das halt auch und supportet mich da. Was mich als nächstes mal interessieren würde, du bist Landschaftsfotograf. Wie verdienst du dein Geld eigentlich? Weil ich weiß selber, so als Landschaftsfotograf, das ist heutzutage nicht mehr so wie noch vor 20 Jahren, wo es halt wenig Fotografen gab. Ja, heute rennt jeder mit seinem iPhone raus und sagt, oh, ich kann Landschaften fotografieren und packt es dann auf Instagram. Und es ist schwieriger geworden, oder? Wobei ich das schon, es ist bestimmt, also auf jeden Fall, ich kenne es nicht. Ich war vor 20 Jahren noch kein Fotograf, aber jeder sagt mir, es war einfacher früher. Wobei ich mich trotzdem noch als ein bisschen altmodischer sehe. Erstens, weil ich keine Workshops eigentlich gebe. Und zweitens, ich verdiene eigentlich meist eigentlich alles mit Kunden, die im Printbereich unterwegs sind. Also eigentlich wie früher.
Aber du musst halt breit aufgestellt sein oder, sagen wir mal, genug Kunden haben, weil sonst... Funktioniert's nicht, ne? Wenn du von einem abhängig bist. Ja, genau, funktioniert's nicht. Was sind das so für Kunden? Sind das Agenturen oder sind das Privatpersonen oder wie muss man sich das vorstellen? Ja, also es sind eigentlich meistens große Verlage. Ich nenne jetzt einfach mal Geo, kennt jeder. Geo macht Kalender, Geo macht Hefte. Dann gibt's Ravensburger, da gibt's Puzzles von mir, dann gibt's Komar, das ist ein Tapetenhersteller. Da gibt's eine eigene Fototapetenkollektion von mir. Die Bildbände. Es gibt, genau, Bildbände, alles, eigentlich alles im Printbereich. Mhm. Mal groß, mal klein, aber Print. Und es ist ja dann so, du verkaufst ja die Bilder quasi einmal und dann kommt quasi immer wieder was rein dadurch, ne? Also es ist, oder ist es schon so, dass du jeden Monat irgendwie was Neues liefern musst? Bist du da schon? Ja, also ich liefer schon jeden, immer, nicht jeden Monat jetzt, aber halt, sagen wir mal, ich gehe auf eine Tour, mach die Bilder fertig, schick sie dann dem Kunden zu. Der Kunde hat dann Interesse oder kein Interesse. Okay, also du gehst proaktiv quasi auf die Verlage zu. Hier, ganz das genau. Sind meine Bilder. Ja. Möchtet ihr sie haben? Also ich es ist jetzt nicht so, dass die Verlage zu dir kommen und sagen, fotografier mal bitte hier in Norwegen das und wir brauchen das. Nee, gar nicht. Ich bin da total frei und das ist natürlich das Traumhafte daran. Ich mache was im Prinzip, ich reise dahin, wo es mir Spaß macht oder wo ich halt denke, da könnte es mir Spaß machen. Und schick dann das Material hin und dann haben die Kunden entweder Interesse oder halt nicht. Also es ist jetzt auch nicht so, dass du sagst, naja, das könnte gerade für die interessant sein, deswegen fahre ich mal dorthin. Sondern ja, das kann natürlich schon ein bisschen mit reinspielen. Ja. Also ja, je nachdem, ganz unterschiedlich. Aber manchmal ist es dann schon so, wenn ich merke, ein Kunde hat irgendwie Interesse an, jetzt ich bin in den Alpen, er braucht irgendwas, ich sage jetzt einfach mal einen Wasserfall. Dann schaue ich schon, ob ich irgendwo einen Wasserfall finde, der schön ist. Oder einen See. Genau. Aber die Erstkontakte hast schon du gemacht? Oder? Ja. Also vor, wann war das? Vor 10 Jahren ungefähr, da bin ich dann, Kaltakquise. Ich hing vom Telefon, also am Telefon, hab endlos viele E-Mails geschrieben, bla, 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 war viel Arbeit, hat sich aber jetzt letztendlich ausgezahlt, immer, und vor allem viele Kunden sagen erstmal, ja, Fotograf, haben sich jeden Tag 10, die nachfragen. Du musst dann einfach am Ball bleiben, ganz klar, weil sonst funktioniert das nicht. Wird es nichts. Ja. Wie kämpfst du gegen so Webseiten an, Stock Images, die halt für ihre Bilder, für ihre Landschaftsbilder für 2 Euro verkaufen? Ich kämpfe dagegen gar nicht an, sondern ich liefere da halt einfach keine Bilder hin. Das ist klar, aber ich sag mal, einfach gesprochen, so ein Kunde könnte ja auch einfach sagen, ich kaufe mir eine Lizenz, wenn sie das dann vervielfältigen wollen und so, da kostet die Lizenz halt 100 Euro. Mhm. Aber das ist ja schon Konkurrenz. Ich habe zum Glück die Erfahrung gemacht, dass viele Kunden sagen, ja, hey, dieser Fotograf liefert gute Qualität und der ist gut erreichbar. Das ist auch so ein Punkt. Du musst als Fotograf gut erreichbar sein. Du kannst jetzt nicht sagen, ja, ich bin jetzt 3 Monate weg fotografieren oder lass es bloß 2 Wochen sein, sondern die wollen dich dann auch ab und zu erreichen können. Ja, also nur so eine Abwesenheitsnotiz zu lesen, ist für die meisten Kunden dann doch ein bisschen, für die guten Kunden auf jeden Fall, nicht so optimal. Also du musst erreichbar sein. Ist aber schön, das zu hören, dass es in dieser ganzen digitalen Kommunikation irgendwie noch was wert ist, tatsächlich persönlichen Kontakt zu haben. Ja, ganz genau. Das ist total, also ich habe auch mit vielen Kunden echt sehr gute Kontakte, also sehr gute Beziehungen. Schon fast freundschaftlich. Und das ist schon cool. Dass es das noch gibt, ist wichtig. Ja. Und ja, mir auch sehr wichtig. Wenn wir schon beim Thema Geld verdienen sind, du hast auch noch ein anderes ihr habt noch ein anderes Projekt, auch nicht alleine, sondern auch noch mit dem Stefan Wiesner zusammen. Mhm. Ihr habt einen Rucksack entwickelt. Ja. Tadada. Den kann man noch mal hier kurz mal in die Kamera halten. Den da. Cooles Teil. Also sieht auf jeden Fall schon mal sehr gut aus. In Zusammenarbeit mit Cozy Speed und VD. Wie kommt man dazu, einen Rucksack zu entwickeln? Tatsächlich über Nisi-Filter. Witzig. Ja, ich war für Nisi auf einer Messe in Erlangen und da stand der Thomas von Cozy Speed rum, die eigentlich so Bauchtaschen machen oder so Camslinger heißt die, für spiegellose Kameras mit Schnellzugriff und so. Und wir haben uns da irgendwie ganz gut verstanden und haben uns ein bisschen unterhalten und er hat gemeint, ja, und hier so mit Rucksack hätte er mal irgendwie vielleicht ein Projekt am Start. Und habe ich gemeint, ey, bitte melde dich, ich wäre voll dabei, ich habe voll Bock, einen Rucksack zu entwickeln. Cool. Ja, und so kam das. Er hat mich dann tatsächlich angerufen und hat gesagt, mach doch mal Vorschläge. Und dann habe ich halt mal so ein paar Ideen eingereicht, wie das was für mich was war dann deine Arbeit im Endeffekt? Was hast du da genau gemacht? Hast du ihm einfach einen Text verfasst, das und das soll der an Features haben? Oder? Ja, tatsächlich. Also meine Idee war, was ich zu ihm gesagt habe, ist... zeig das mal kurz. Ja, Bild. Genau, zeig das mal. So. Was es nämlich noch nie gab bei einem Fotorucksack, ist dieses Rückensystem mit dem Netz. Ja. Das hatten bisher immer nur so Trekking-Rucksäcke und das war das, was mir bei Fotorucksäcken immer abgegangen ist. Ein ordentliches Tragesystem. Ein ordentliches Tragesystem, so genau. Ist es,
Auch höhenverstellbar und so weiter. Genau, was halt ein Tragesystem so kann, normales, gutes Tragesystem. Stefan Wiesner hatte eben so ganz ähnliche Ideen irgendwie, wie das auszusehen hat. Und dann ging es irgendwie ganz gut zusammen. Und dann haben wir den Stefan. Also Stefan Wiesner. Dann habt ihr mich mit an Bord geholt. Genau. Ja. Nachdem du ja quasi auch ein Fachmann bist, was so lange Wanderungen in den Bergen angeht, war natürlich das schon irgendwie praktisch auf deinen Erfahrungsschatz da zurückzugreifen. Genau, ja. Und dann haben wir auch so unsere Ideen mit reingebracht. Ja. Jeder hat so einen, wie du schon erwähnt hast, eine Liste geschrieben. Die hat sich sehr oft überschnitten, aber ja, so kamen wir dann einige Punkte zusammen. Und da kamen dann eben immer wieder Prototypen bei uns an und wir haben dann unseren Senf dazu gegeben und rausgekommen ist jetzt, das ist tatsächlich auch noch ein Prototyp. Ja. Der letzte Finale, bevor quasi das fertige Produkt rauskommt, das wird im Oktober quasi ausgeliefert. Bestellen kann man ihn schon. Man kann bestellen und zwar günstiger, als es eigentlich dann sein wird. Ja, noch ist es vorbestellbar. Genau, noch ist es Preis, deutlich günstiger. Gibt's da einen Link, den wir unten in die Videobeschreibung mal einblenden können? Ja, auf jeden Fall. Der steht jetzt hier. Achso, wir können ja hier nichts einblenden. Ne? Wir schreiben das einfach unten in die Videobeschreibung mit rein. Da packen wir den Link mal mit dazu. Also falls ihr Interesse an dem Rucksack habt, dann könnt ihr euch den ja wahrscheinlich auf der Webseite von Cozy Speed auch nochmal genauer anschauen. Gehe ich mal von aus. Ja, genau. Und könnt ihr euch auch nochmal von den Features überzeugen lassen. Der ist auf jeden Fall, hat auch eine gute Größe. Ne? Also da kann man eine Menge reinpacken. Also ist es jetzt nicht, wahrscheinlich, ist es ein reiner Fotorucksack oder kann man damit auch wirklich andere Sachen noch reinpacken? Auch ein Trekkingrucksack, der hat ein fettes, dickes Fach hier oben. Also cool. Hier, das lässt sich nach oben ein bisschen weiter noch. Kannst du deine Wandersachen reinpacken. Und du hast natürlich ein bisschen was. So ein ICU unten drin. Heißt das ICU? Ja, ICU, ICU. Ist es austauschbar? Also ähnlich wie bei meinem Rucksack auch, dass man quasi auch verschiedene Größen wahrscheinlich nutzen kann, je nachdem, wie viel man mitnehmen möchte. Du könntest es auch theoretisch rausnehmen und den nur als Trekkingrucksack benutzen, wenn du jetzt mal irgendwie sagst, ich will nur wandern gehen oder klettern oder was weiß ich. Ne? Ja. Genau. Nee, sieht auf jeden Fall sehr stark aus. Ich bin... ein Allrounder. Hast du ihn schon mal aufgehabt eigentlich? Ich habe ihn noch nie aufgehabt. Nee, muss ich gleich mal machen. Mann. Das machen wir nachher sofort. Ja, genau, auf jeden Fall. Nee, also ich find sowas sehr spannend, so eine Produktentwicklung an sich zu verfolgen und vielleicht auch mal selber mit dabei zu sein, weil ich mich interessiert sowas extrem, wie man sowas quasi am Zeichentisch irgendwie anfängt und bis dann das fertige Produkt dann da ist. Ja, es ist auch witzig zu sehen, was technisch machbar ist und was nicht. Ne? Also es ist total cool, wenn du dann plötzlich mal ein Ding in der Hand hast, ein Produkt. Ja. Das, was du so bist, dir vorgestellt hast und zack, dann hältst du es in den Händen. Das ist schön. Und seid ihr, das Gefühl. Ihr seid auch zufrieden damit jetzt mit dem Endergebnis? Wir sind zufrieden damit, Ich hatte ihn ja beim letzten Podcast-Dreh dabei. Ja. Stefan ist gestern damit unterwegs gewesen und so die letzte Zeit. Okay, also ihr teilt euch im Moment quasi einen Prototyp und tauscht euch immer wieder aus, wer dann... Und gebt ihr nach wie vor Feedback oder ihr habt gesagt, das ist jetzt der finale Prototyp eigentlich, also es wird jetzt nichts mehr daran verändert? Jetzt wird es nichts mehr. Genau. Jetzt ist er gerade fix, der ist fix. Und also, sehr schön. Wie gesagt, von dem Prototypen aus, da werden noch ein paar Kleinigkeiten geändert. Es wird noch ein dickerer Reißverschluss hier vorne ans Kamerafach gemacht. Es gibt noch ein paar kleine Verstärkungen an den Gurten und so. Ja. Innen drin noch ein bisschen fixieren. Aber im Großen und Ganzen so. Im Großen und Ganzen ist er das. Sehr schön. Aber da kann man bestimmt stolz drauf sein, oder? Wenn man so ein Produkt entwickelt hat. Schön. Auf jeden Fall. Mitentwickelt. Mitentwickelt. Ja, natürlich, klar. Da waren wir nicht... Steht eigentlich irgendwo, dass ihr den mitentwickelt habt? Wird damit geworben? Oder ist, steht dann ganz groß hier vorne drauf. Mit Spaß. Stefan Hefele. Ja, und Felix. Und Felix. Felix und Stefan klein hier noch. Nein, aber tatsächlich habe ich mitbekommen, dass das eine Ausschreibung, oder was heißt eine Ausschreibung, aber es wurde in der Community quasi gefragt, wie das Ding heißen soll am Ende. Genau, das war so eine Art Wettbewerb. Ja. Und wie heißt es am Ende? Alpine Hero. Alpine Hero. Geil. Stimmt gar nicht. Stimmt nicht. Weil es hier draufsteht. Deswegen komme ich immer raus. Es ist der Foto-Hiker 44 heißt er. Richtig, richtig. Okay, ich frage nochmal. Weiß nicht, wie sein eigener Umschlag heißt. Ja, also. Der auch nicht, oder? Ja, aber mir fallen ja so Wörter in. Also, er ist Foto-Hiker 44. Nochmal zum Mitschreiben. Können wir das schneiden? Sehr gut. Nein, wir lassen das einfach drin. Das ist doch perfekt. Ja, ist cool. Also, der Foto-Hiker 44. Wie gesagt, den verlinken wir auch nochmal unten. Ihr könnt ihn vorbestellen. Ne? Und im Oktober kommt er dann am Ende raus. Genau. Sehr, sehr cooles Projekt. Muss ich wirklich sagen. Perfekt. Packen wir mal wieder raus, wa? Also, Fotorucksack ist klar, was ihr da jetzt nutzt. Nutzt du auch Filter als Landschaftsfotograf? Ich nutze gerne Grauverlaufsfilter, Grauverlaufsfilter. Das sind eigentlich so die einzigen Filter, die ich gerne, oder eigentlich ist es nur ein einziger Filter, den ich gerne benutze. Dieser drei Blenden Grauverlaufsfilter, ganz genau. Den habe ich letztens übrigens in die Schlucht runtergeworfen, vor ein paar Tagen in, wo war das? In Frankreich. Im Massiv Central. Massiv Central, genau.
Leider, mit dem Filterhalter. Aber egal, ich finde... Mit dem Filterhalter direkt. Ja, ganz, wenn dann das ganze Programm, klar. Ja. Ohne Kamera. Ich habe tatsächlich meinen Polfilter auch auf den Färöerinseln einmal fallen lassen von der Klippe. 300 Meter tief. Oh nein. Tschüss. Da war so, also ich stand schon relativ nah an der Klippe dran. Und natürlich im ersten Moment... Man ist ja immer froh, wenn man selber scheiße, nicht... Scheiße, noch hinterher, so. Aber ja. Dann, nee, du stehst an der Klippe. Nicht hinterher. Ja, ganz genau. So, das ist also dieser Reflex. Ja, genau, der Reflex noch, das so Ding war, noch aufzufangen. So was mir auch, soll ich jetzt hinten? Nein, lieber nicht. Ja, ja. Passt. Ja. Das ist nur ein Filter und ein Filterhalter. Also tatsächlich nur ein Fall aus, also Polfilter und so weiter nutzt du gar nicht? Oder ab und zu? Ganz selten. Ich hab schon einen dabei immer, nutzen ganz selten. Wenn es dann doch mal so im Wald ein bisschen mit Wasser und so die Reflexion, die Reflexe rausnimmt, dann ja. Aber eher selten. Ja, wir beide sind ja tatsächlich auch relativ filteraffin. Ich denke mal, die meisten wissen es ja auch. Ich habe ja auch gerade vor ein paar Wochen eigentlich erst viele Videos zum Thema Filter gemacht, also die verschiedenen Filter mal vorgestellt. Wir beide arbeiten mit Nisi Filter zusammen. Genau. An der Stelle auch mal ein großes Dankeschön, weil Nisi unser Video hier auch mit unterstützt. Vielen Dank. Genau, also falls ihr mal Filter braucht, dann könnt ihr gerne mal auf der Webseite von Nisi vorbeischauen, von der deutschen Nisi-Seite. Da gibt es nämlich dann auch nochmal 5-10% Rabatt, je nachdem wie viel ihr einkauft. Den Link dazu auch unten in der Videobeschreibung und den Code, den man eingeben muss, damit man die Prozente bekommt, den blenden wir euch auch hier direkt über Stefans Augen ein. Ja, ich auf die Stirn. Ich gehe sofort einkaufen danach. Tatsächlich haben wir auch die Community mal noch so ein bisschen versucht mit einzubinden. Ich habe auf Instagram letztens rumgefragt, wir machen einen Podcast mit dir und ob es Zuschauerfragen gibt. Und da gab es auch eine Frage, was ist für dich der Unterschied zwischen Fotografieren und Knipsen? Das ist eine sehr interessante Frage, wie ich finde. Sehr gute Frage. Ich versuche jetzt da mal zu antworten. Also Knipsen ist für mich, wenn ich mein Handy nehme und einmal drauf drücke und dann habe ich ein fertiges Foto. Das ist für mich Knipsen. Wenn ich jetzt hergehe mit meiner Spiegelreflexkamera oder spiegellosen fotografiere, dann ist es für mich nicht mehr Knipsen, weil dann ist es schon, in der Regel muss ich dann mehrere Belichtungen irgendwie zusammenbauen. So ist es dann meistens, wenn man morgens oder abends fotografiert. Ja, das ist dann nicht Knipsen. Wahrscheinlich auch, wenn du über die Komposition halt nachdenkst und wenn du viel Zeit in so ein Bild einfließen lässt. Wobei, als Profi denkst du natürlich auch mit dem Handy nach. Ja, gut. Aber klar, du denkst weniger nach, wenn du mit dem Handy mal schnell wo drauf drückst, als wenn du mit der großen Kamera unterwegs bist und ein ordentliches Bild machen willst. Ja, für mich ist es eigentlich auch so, wenn man sich halt wirklich Gedanken darüber macht, was man fotografieren möchte, wenn man eine gute Komposition sucht. Ja, wenn man vor allem auch wirklich Zeit investiert, um für ein Foto, den ganzen Abend im Prinzip investiert, um ein schönes Foto zu machen, dann ist es nicht Knipsen. Genau. Das ist ganz klar. Ja. Genau, also ich würde jetzt vielleicht nicht die Definition auf den ganzen Abend packen, weil das wäre vielleicht für einige dann doch ein bisschen zu lang. Aber selbst wenn man 5 Minuten an einem Spot steht und 5 Minuten damit verbringt, sich zu überlegen, wie mache ich das Foto, von der Komposition her ein bisschen überlegen, wie auch immer, das würde für mich schon als Definition Fotografie eigentlich reichen, dass es kein Knipsen ist. Alles, für mich, was nicht aus der Hüfte geschossen ist. Was nicht aus der Hüfte oder vielleicht auch direkt so aus dem Auge. Also die Leute, die halt immer nur so auf Augenhöhe fotografieren, dass man immer genau das sieht, was man eigentlich durchs menschliche Auge auch sieht, das ist so für mich. Wenn man einfach ein bisschen nachdenkt beim Fotografieren. Ja. Genau. Auf die richtige Höhe gehen und so weiter. Ja, ich hoffe, die Frage konnte Stefan gut beantworten. Ja, 100 Punkte. 100 Punkte. Oder? Und wir haben, ich habe auch noch nachgefragt, ob es Leute gibt, die tatsächlich mal deine Meinung als Profi hören wollen zu ihren Landschaftsfotos. Und da sind doch einige Fotos eingeschickt worden. Ich habe die mir hier mal aufs iPad gezogen. Mhm. Und vielleicht können wir einfach mal drüber sprechen. Wir blenden die natürlich dann auch nochmal direkt ins Video ein. Wie viele hast du denn eigentlich am Start? Das müssten so 10, 12 sein, keine Ahnung ungefähr. Okay. Also wir können ja einfach über jedes Bild mal so ein bisschen rüberschauen. Mhm. Du kannst einfach mal, was dir so einfällt dazu, oder vielleicht wir beide auch so ein bisschen, können wir einfach dazu. Schaut mit drauf. So also was gucken. Also erstmal, das Bild ist sehr schön gestaltet, muss ich sagen. Die Linienführung passt, da oben kommt eine Linie rein. In jeder Ecke kommt eine schöne Linie ein bisschen rein. X-Komposition schon. Das ist so ein bisschen so die X-Komposition, genau. Die berühmte X-Komposition. Ist das der Praxer WC? Nee. Doch, das ist mein. Ich glaube auch, schon, von den Booten her würde ich auch sagen. Mir ist es ein Ticken, ein kleines bisschen zu, ich sag mal, in diesem HDR-Style. Hm. Wobei doch, ich sehe auch ein paar Helos oben im Baum. Das ist dann auch immer so eine Sache, wo muss man da echt aufpassen. Hier siehst du Helos halt. Ja. Genau. Also hellere Säume um harte Kanten herum. Plot-Twist, das Bild ist von Stefan. Das muss besser machen. Nein, Quatsch. Das ist an und für sich ein schönes Bild mit ein paar kleinen Schönheitsfehlern. Aber ja.
Färöerinseln. Würde ich auch sagen, ne? Das ist der Finger da. Absolut. Ja. Der Trollkonni Finger heißt eigentlich genau. Ein sehr cooles Bild. Schön dezent bearbeitet. Was ich ein bisschen komisch finde, ist dieser unscharfe Vordergrund, wo man nicht wirklich sagen kann, was ist jetzt da drin? Das ist das leider nicht. Ja. Sinn. Schau mal. Ja. Ah ja. Es ist ein bisschen diffus im Vordergrund. Ich bin ja einer, der macht gerne das Foto scharf von vorne bis hinten. Ja, das ist mehr so halt dieser Instagram-Style. Ja, ganz ne? Genau. Das da ist machen mehr so die halt Instagram-Style. Den Vordergrund. Aber selbst für Instagram-Style ist es mir ein bisschen zu unkonkret. Es ja, ist genau. Halt einfach nur so ein Schirr. Es ist einfach nur so Flatsch, ja. Reingeflatscht. Ja. Das ist mir ein bisschen zu dunkel. Aber zu schöne Lichtstimmung. Ja, aber sonst, wenn man das wegschneidet oder wegmachen, wegdenkt, dann ist cool. Machen wir gleich weiter aufs nächste Bild. Ja, nächstes Bild. Norwegen, sehr schönes Bild. Ich liebe ja Sonnensterne. Ja, da kann man mich ja mit fangen. Da springen zwei Menschen hoch. Aufpassen, dass es die nicht abreißt. Ja. Ja, ja. Ja, davor hätte ich auch ein bisschen Sorge. Also. Nee, aber ich finde das Bild, keine Ahnung, hier kann ich gar nicht so viel dazu sagen. Es ist eigentlich ein schönes Bild. Schön komponiert. Technisch gut gemacht, ne? Ich würde mal behaupten, die Menschen sind reingebaut, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Weiß nicht, hier unten, warte, unten links im Bild, da kommt noch so ein Steinchen rein. Das ist jetzt Kritik auf hohem Niveau. Wenn man das noch wegmacht oder ein bisschen weiter reinzoomt, dann hat man diesen Fleck nicht mehr drin. Ja. Da gucke ich jetzt nämlich ständig drauf, weil ich es jetzt gesehen habe. Ja, und vor allem, weil der halt auch aber, so angestrahlt wird, weil er relativ genau, hell ist. Ja, er fällt halt auf, ja. Aber sonst aber sehr, sonst sehr schönes Bild. Ja. Ja. Einwandfrei. Was haben wir da Schönes? Island, wa? Island. Könnte Island sein, ja. Sieht so nach Hochland irgendwie ein bisschen aus, oder? Ja, ist ein schöner Teleschuss. Hier finde ich die Linienführung nicht so cool. Also, nicht, zumindest, man könnte es noch wahrscheinlich ein bisschen besser machen, indem man eventuell vielleicht ein bisschen weiter reingeht mit dem Zoom. Ja. Dass der Fluss oder, ein bisschen mehr aus der oder den Standpunkt wechselt und viel weiter nach links rüberläuft, wenn das wahrscheinlich nicht möglich ist, keine Ahnung. Mhm. Aber, ja. Dass der Fluss noch mehr aus der Ecke rauskommt. Mhm. Bist du ein Freund davon, eine führende Linie direkt aus der Ecke zu packen oder muss es ein bisschen oben oder ein bisschen weiter seitlich sein? Bei mir muss es gar nicht direkt aus der Ecke kommen. Es ist schön manchmal, wenn es direkt aus der Ecke kommt, aber es muss nicht sein. Also ja. Okay. Also, aber jetzt hier in dem Fall ist es irgendwie so ein bisschen arg weit. So was dazwischen, ne? Ja, genau. Arg weit nach oben gerutscht. Ja, kann ich eigentlich gar nichts weiter groß hinzufügen. Gucken wir mal als nächster. Hier haben wir wieder einen erhöhten Standpunkt. Ein bisschen Alpenglühen ist mit dabei. Hier finde ich das Motiv. Hier finde ich das Motiv ist nicht so. Ja, es ist schon schön. Aber irgendwie, du hast viel Dreck im Bild drin. Ja. Du hast so braune Flecken im Bild, so braunes Gebüsch, was nicht wirklich Struktur hat, was aber irgendwie so barzig ausschaut. Ja. Ja. Es lenkt viel ab, sagen wir es mal so. Genau. Ne? Das sind zu viele Details wahrscheinlich. Würde ich jetzt mal kritisieren. Ja, es wird halt wahnsinnig unruhig. Also durch diese kahlen Bäume wären die jetzt quasi nicht kahl, sondern hätten irgendwie grün. Es wirkt so dreckig. Gleich. Es wird dreckig. Dreckig, genau. Ja. Ich finde auch, dass tatsächlich oben die Berge mit diesem rötlich-braunen, es wirkt entweder ein bisschen unscharf oder irgendwie so ein bisschen matschig irgendwie, ich weiß nicht. Aber nicht, dass es am Ende an dem iPad ist. Das kann natürlich sein. Das ist schon stimmt. Sehr, sehr alt. Es ist sehr hell. Also, es ist einfach sehr hell belichtet da oben, ja. Nee, aber mein Hauptkritikpunkt wäre jetzt irgendwie, dass es ein bisschen zu schmutzig aussieht. Ja, von der Komposition halt nicht so ganz gelungen. Das untere Drittel ist ein bisschen, schmutzig. Ja. Genau. Darf man weitermachen? Ja, na klar. Ah, alles klar. Irgendwie ähnlich. Man hat Wasser im Vordergrund bei dem Bild hier. Eine Brücke oben drin. Eigentlich ein schönes Bild. Du hast einen schönen grün-rot-Kontrast. Sure. Ja, doch, das gefällt mir gut. Ja, genau. Könnte von der Stimmung, finde ich, es könnte noch ein bisschen softer. Ja, ein bisschen softer sein. Es ist sehr, sehr hart, auch wieder wahrscheinlich durch das HDR ein bisschen bedingt. Ja, das ist oft auch, was mir oft auffällt bei so Waldaufnahmen, dass die Leute das so hart fotografieren. Oder hart nachbearbeiten. Das meine ich ja. Ich meine Klarheitregler. Ja, genau. Ich meine hart nachbearbeiten, ja. Das ist, keine Ahnung. Für mich ist Wald was Mystisches. Ja. Da darf es gerne ein bisschen softer sein, aber. Da kann man die Bunst im Fern mal negativ machen und die Klarheit ein bisschen negativ. Genau, 100%. Hier auch wieder so ein störendes Element für mich. Unten links, wieder unten links, vorher war es auch unten links, der grüne, moosige Felsen, der so reinkommt, den könnte man einfach irgendwie weglassen. Mhm, stimmt, der zieht irgendwie Aufmerksamkeit. Ja. Ne? Ja. Das sind so Kleinigkeiten halt, manchmal die. Ja. Ja, stimmt, das ist nur so eine kleine Ecke. Ne? Arbeitest du mit Lightroom, Photoshop oder nur Photoshop? Oder? Ich arbeite nur mit Photoshop und halt Raw Converter, also mit Photoshop. Okay. Das ist so
Damit und deine Bilderverwaltung, wie machst du die dann? Mit Ordnern, ganz unkompliziert. Also nicht mit Bridge oder so? Nee, gar nichts, einfach nur. Ja, sehr oldschool. Ja, naja. Okay, nächstes Bild. Sonnenuntergang, da muss ich mal gleich einhaken. Ja. Also ich sehe, ohne dass ich jetzt reinzoome, wenn ich jetzt reinzoome, sehe ich es noch krasser. Das sind auch wieder diese störenden Umrandungen, diese Halo-Effekte um die Bäume herum. Ich gehe mal stark davon aus, dass es auch daher kommt, dass es vielleicht mehrere Aufnahmen einfach zusammengestitcht worden sind. Das kann gut sein. Der Himmel an sich ist schön dramatisch, den finde ich gut. Ich finde, ja, also naja, der Vordergrund, ich finde den Vordergrund halt irgendwie ziemlich uninteressant, muss ich sagen. Was halt an dem Foto erstmal cool ist, dass es eine Stimmung ist, gell? Ja, ja, das stimmt. Stimmung. Genau. Das ist Stimmung. Was mir aber auf den zweiten Blick auch jetzt gleich aufgefallen ist, zwar, was ihr auch öfters seht, normalerweise um die Sonne herum ist es ja heller als nicht um die Sonne herum. Jetzt hat der Fotograf hier um die Sonne herum irgendwie alles dunkler gemacht. Ja. Ja. Eigentlich ja, sollte stimmt. das ja der hier. Letzte ja. Punkt im Bild sein. Ja. Genau. So, dass der Blick irgendwie, oder das Licht kommt von der Sonne und aber um die Sonne herum ist es dunkler. Das kommt ja doch oftmals durch dieses Zusammenbauen ja. der verschiedenen Belichtungen. Da muss man halt ein bisschen ein Feeling für bekommen. Es gibt natürlich auch Reverse-Filter, ne? Die genau diesen Horizontstreifen abdunkeln. Ah, hat das bietet Nisi auch an. Ja, ja. Ja. Ich hab ihn im Rucksack. Haben wir nicht aber, doch irgendwo einen Rabatt? Aber problematisch ist halt hier in den Bergen brauchst du ihn halt nicht. Nee, also diesen Reverse-Filter, den brauchst du halt eigentlich nur, wenn du irgendwie Seascape machst. Oder wäre so. Tatsächlich hier jetzt mit den Bäumen irgendwie ziemlich blöd auch. Ja. Also würde eh nicht funktionieren. Ja. Ja, ansonsten ist natürlich der Vordergrund ein bisschen unruhig oder einfach kein so ein wahnsinnig schöner Vordergrund, so ein abgehackter Baumstumpf. Den kann man eigentlich schön machen, ne? Also es gibt auch durchaus Fotos, wo ich einen abgehackten Baumstumpf ich habe auch schon mal einen fotografiert. Als richtig coolen Vordergrund habe. Ob das jetzt ein gutes Foto ist, weiß ich nicht, aber ja, ich hatte auf jeden Fall auch mal einen fotografiert und fand es ganz cool. Ja. Genau, so viel zu dem Foto. Ja, oh, direkt weiter. Du hast gerade was dazu gesagt, Felix. Ja, ich habe nur ganz kurz hingeschaut und fand es irgendwie stimmungstechnisch ziemlich geil. Was mir aber dann beim genaueren Hinschauen auffällt, ich weiß nicht, ob ich das Format so passend dafür finde. Ich glaube, ich hätte tatsächlich, naja, auch nicht unbedingt Quadrat. Hier vorne ist mir irgendwie zu viel, der Horizont ist mir irgendwie ein bisschen zu mittig. Und hier vorne passiert so wenig Spannendes. Mhm. Es ist halt irgendwie... Es fehlen die bildführenden Linien so ein bisschen, gell? Genau, weil die Stimmung und mit den Windrädern und so, voll die geile Kulisse. Das stimmt. Aber so kompositionstechnisch könnte man das noch ein bisschen besser machen. Der Himmel ist sehr cool, auf jeden Fall. Ja. So einen Himmel, wenn man hat, freut man sich. Das stimmt. Ist ganz richtig. Ich finde auch der Vordergrund ein bisschen wild durcheinander. Es ist irgendwie so ein krasser Vignetten-Effekt drin. Ja, also, ja, stimmt. So ein heller Punkt und außen wird es dann... Ja, man sieht, dass das hier aufgehellt wurde, um den Sonneneffekt noch zu verstärken und außenrum abgedunkelt wurde. Genau, also so ein bisschen zu viel einfach. Ein gewollter Vignetten-Effekt, keine Ahnung. Ja, aber sonst, Stimmung ist cool. Horizont ist mittig, darüber kann man streiten. Manchmal ist es okay, manchmal ist es nicht okay. Ja. Es ist halt, glaube ich, tatsächlich ins Instagram-Format geschnitten, oder? 4:5? Ist das 4:5 irgendwas? Ja, aber zumindest fast quadratisch. Ja. Ja. Also. Ja, super. Danke für die Bildbesprechung. Ich denke mal, wir sind auch so langsam angekommen am Ende, weil die Sonne ist jetzt hier zumindest auch schon so ein bisschen weg. Mir ist gerade echt kalt geworden. Ihr habt euch wenigstens schon die Jacken angezogen. Ich bin immer noch im T-Shirt und Funktionsunterwäsche hier unterwegs. Nicht, dass du wieder krank wirst. Ja, schon wieder. Nein, ich würde aber sagen, tatsächlich, wir gehen gleich noch eine Runde fotografieren, weil ihr seht das ja hinter uns auch, der Berg ist wunderschön. Vielleicht kommen noch mal ein paar Wolken so an die Spitzen ran. Da gehen wir gleich noch fotografieren. Ich bedanke mich bei dir auf jeden Fall, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen Dank. Vielen herzlichen Dank. Ja. Hier wirklich hier in Italien, in den Dolomiten. Also es ist ja eigentlich schon ziemlich romantisch, dass wir hier in den Dolomiten unseren Podcast mit dir aufnehmen. Wir drei Männer hier vor der Kulisse. Sehr romantisch. Und ich hoffe natürlich auch, oder wir hoffen natürlich auch, dass euch diese Podcast-Folge gefallen hat, wenn dem so ist und wir weitere Podcast-Folgen drehen sollen. Wir tun es sowieso, aber ihr könnt trotzdem einen Daumen nach oben geben. Ob es euch gefällt oder nicht, wir machen weiter. Ihr könnt das gerne mit einem Daumen nach oben zeigen und falls ihr noch Fragen habt oder Vorschläge, wer auch mal in den nächsten Podcast kommen soll. Falls ihr da Leute habt, wo ihr sagt, die könnten interessant sein vor der Kamera, schreibt es uns gerne in die Kommentare. Wir haben schon ein paar angefragt. Genau, ein paar Ideen. In der Pipeline. Aber uns interessiert natürlich auch, was euch gefällt. Ansonsten, ja, würde ich sagen, danke an die Sponsoren. Die blenden wir gleich nochmal ein. Genau. Die das hier überhaupt möglich machen, dass wir hier so weit reisen können, um uns in Italien... Um uns einen Schnitzel leisten zu können. Um uns einen Schnitzel für 17 Euro leisten zu können, genau. Ansonsten sehen wir uns dann, denke ich mal, beim nächsten Mal wieder. Genau. Also, macht's gut. Wir wünschen euch viel Spaß beim Fotografieren und bis zum nächsten Mal. Bis bald. Tschüssi.
und herzlich willkommen zu einem neuen Video, zu einem neuen Videopodcast im Fokus. Mit unserem lieben Freund Stefan Ebner. Verdammt, das kam unvorbereitet. Sorry, take two. Hallo. Hey. Hallo. Heute im Fokus einer meiner besten Kumpels, Stefan Hefele. Und einer der besten Landschaftsfotografen Deutschlands. Hallo, herzlich willkommen. Hast du gerade Fuck gesagt? Jo.